Hallo allerseits, heute am Donnerstag, dem 4. November 2021. Ich stehe hier in der Dusit-Kurve an der Beach Road. Das ist also das nördlichste Ende der Beach Road. Und hier einen Tag bevor das Musikfestival losgeht, schaue ich vorher mal beim Aufbau der Bühne hier ein bisschen zu. Ich werde auch die anderen beiden Bühnen euch dann noch zeigen. Also hier, das ist die Nordbühne, direkt an der Dusit-Kurve. Noch einiges zu tun. Und hier die Käfige für die 500 Besucher, die hier rein dürfen. Sein muss. So. Das also kurz die Nordparteierbühne. Ja, und jetzt sind wir hier an Bühne Nummer 2, die Zentralbühne, also Neparteier Klang. Da drüben die Seeterrasse. Da werden sich wohl die Herren der Stadt auch aufhalten. Neben dem Basaya Resort. Beach Resort, der Eingang direkt an der Pattaya Klang und hier schon mal für alle, die es interessiert, wer wann wo auftritt, in der obersten vier Zeilen, das ist morgen und übermorgen, also 19 Uhr geht's los, muss man korrigieren. Ich lasse mal ein bisschen drauf, damit ihr in Ruhe gucken könnt, welche Bands da sind. Und am 6. am Sonntag, hier seht ihr es, als letzte Band um 22.45 Uhr, Carabao. Also wer Fan von dieser Band ist, sollte am Sonntagabend hierher kommen zum freien Konzert des Pattaya Music Festival 2021. Wie gesagt, hier nochmal der Eingang, der Zugang zu den Boxen, die Regeln hier nochmal, Social Distancing. Hier also die Zuschauerplätze, Innenraum auch mit Gittern abgetrennt. Und wir gehen nochmal kurz bis zur Bühne vor. Super Deko hier. Und natürlich Punkte dann für die Selfies. Und auch Großbildschirme, wo dann live übertragen wird. Und hier ist der Eingang, wo ich dann morgen versuchen werde reinzukommen. Der Pressezugang. Und da vorne schon die Ehrenloge und sieht doch schon mal recht nett aus. Die Steuerzentrale hier, die sonst immer hier an der Seite war, hier aber diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Und ich habe gesehen, als ich die Beach Road runterkam, dass dort hinten Richtung Norden dann etliche Zelte aufgebaut sind für die Versorgung, wo es dann Essen geben wird. Aber wie gesagt, kein Alkohol. Das werde ich aber auch bloß vom Ansatz euch zeigen. Nicht die ganze Ablauf hier, der Backstage-Bereich. Auch eigentlich näher dran als sonst hier an die Promenade.
Dann lass uns mal überraschen, wie voll es morgen hier werden wird. So, und da hinten alles das, was da beleuchtet ist, sind dann die ganzen Essstände. Das war, kurz oder nicht kurz, die Bühne Central an der Pattaya Klang. Bis gleich im Süden. Und nun sind wir im Süden, dort hinten, über dem roten Blinklicht des Polizeiautos. Das ist der Eingang zur Walking Street. Hier drüben die Ari-Massage und die Zoi 13-4 hier gegenüber. Und hier ist die Bühne Süd. Und es fängt gerade an zu regnen. Schnell noch auf den Kasten kriegen. Die ist etwas im Dunkel und nicht mit Musik hier. Und das Hallo. Hallo. So, ganz kurz auch hier die Social Distance regeln. Die Arbeiter hier, die Platten wegtragen und auch hier die Boxen für die Zuschauer. Die Bühne, das ist die Südbühne. Wer dann keinen Bock auf Musik hat, geht einfach gegenüber in die Thai-Massage. Ja, das war's kurz heute Abend von den Vorbereitungen zum morgen beginnenden Music Festival, morgen und Sonntag. Dann geht es nächste Woche weiter. Dann in Naklua und Champien. Dann ist irgendwann auch Kulan dran, glaube ich. Naklua ist zum Ende im Dezember dran. Champien und Kulan ist in der nächsten Woche dann dran. Aber das kann man überall in den einschlägigen Medien ja lesen. Fahrrang zum Beispiel hat den Zeitplan auch berichtet. Oder wann herkommt, die Tafeln sehen. Also dann, gute Nacht euch allen aus dem nächtlichen und momentan gerade wieder verregneten Pattaya.